Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Martin gegen Ex Grundlagen. Ziel dieses kleinen Videos: Rechnen in Excel, einfache Formel. Mit der Direktangabe, dann relativer Zellbezug und ein kleiner Ausblick auf Auto ausfüllen, was sehr viel Zeit spart. Was brauchen wir? Wir brauchen die Operatoren. Plus, Minus. Dann haben wir das Multiplizieren, das ist immer der Stern. Und das Dividieren ist immer dieser Teilstrich. Wenn Sie rechts an Ihrer 10er-Tastatur, wenn Sie das haben, ich weiß ja nicht, ob Sie einen kleinen Laptop benutzen, das Multiplizieren und das Teilenzeichen drücken, erscheinen automatisch der Stern und der Schrägstrich. Sonst müssen Sie das halt anders erreichen, so wie es auf der normalen Tastatur angegeben ist. Sie dürfen da nicht ein X oder ein Punkt oder sonst was nehmen, sondern es muss der Stern sein und es muss der Teilstrich sein. Erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung: Sie müssen immer in der Zelle, in der Sie das Ergebnis haben wollen oder diese Berechnung anstellen, das Gleichzeichen voransetzen. Das ist ganz wichtig. Sonst rechnet Excel nicht. Und worauf Sie auch achten müssen, ist Punktrechnung vor Strichrechnung. Auch in Excel. Wie Sie sehen, Klammern setzen schafft Abhilfe. Kleines Beispiel: 6 plus 6. Durch 3 rechnet Excel erst 6 durch 3. Das sind ja 2 plus 6. Ergibt dann 8. Haben Sie aber die 6 plus 6 in Klammern durch 3, dann rechnet Excel auch erst 6 plus 6. Das sind 12. Durch 3 sind 4. Mögliche Fehler hier: Gleichzeichen werden vergessen. Oder beim relativen Zellbezug werden die falschen Zellen angeklickt. Und was ich hier nicht aufgeführt habe, wichtig ist auch immer die Enter-Taste. Nachdem Sie fertig sind mit einer Funktion, Formel oder irgendeiner Berechnung, immer danach die Enter-Taste. So, gleich 112 plus 24, Enter-Taste. Das Gleichzeichen durch Shift und 0. 3244 plus 23, Enter-Taste, gleich 23 plus 455, Enter-Taste, gleich 123 plus 98, Enter-Taste. Wichtig ist immer, nach einer Berechnung, nach einer Funktion, immer die Enter-Taste. Gleich 112, hier subtrahieren, minus 24, gleich 3244, minus 23. Ich kürze das mal ab, multiplizieren, Shift und 0, gleich 30 mal 50. Gleich 22 mal 112. Kürze ich auch ab. Und last but not least, dividieren gleich 1000 durch 5. Enter-Taste gleich 784 durch 14. So, den Rest habe ich mal eben schnell ausgefüllt. Jetzt kommt der relative Zellbezug. Das bedeutet, Shift 0 gleich, ich klicke dann die Zelle mit der 112 an und das ist in diesem Fall B4. Spaltenname plus Zellenname ergibt dann in diesem Fall B4. Eindeutig, es gibt kein anderes B4 mehr in diesem Tabellenblatt. Okay, weiter geht's. Plus und dann klicke ich die 24 an. Klar, das ist dann C4. Dann brauche ich nur noch die Enter-Taste drücken. Gut, dass wir hier den Vergleich haben. Also nochmal, Shift und 0, B5 anklicken, plus C5. Dann die Enter-Taste drücken. Wenn ich jetzt nicht die Enter-Taste drücke, sondern irgendwo anders hin, gucken Sie, was aus C5 wird. Der Name der Zelle, in der ich gerade klicke.
Und dann sind manche Teilnehmer verwirrt, drücken dann die Enter-Taste. Hä? Was ist das denn jetzt? Also, nochmal, ich lösche den Inhalt. Gleich. Dritte Zeile links daneben, B5. Plus zweite Zeile links daneben, C5. Enter-Taste. Und so vermeiden Sie Fehler. Das mache ich jetzt hier auch mal. Gleich B11 minus C11. Enter-Taste. Selbe Spiel ist beim Multiplizieren. Gleich B18 mal C18. Sie sehen, es ist im Grunde schneller und einfacher. Geht aber gleich noch schneller. Gleich B25 durch C25. Enter-Taste. So, stellen Sie sich jetzt vor, das müssen Sie 500 Mal machen. Ist mir zu viel. Also nutze ich eine Methode, die Excel mir vorgibt, mit der ich wirklich sehr schnell riesige Tabellen ausfüllen kann, wenn ich immer wieder die gleiche Berechnung habe. Gleiche Berechnung heißt in diesem Fall dritte Zelle links daneben plus zweite Zelle links daneben. Und genau das merkt sich Excel, wenn ich Folgendes mache, Enter-Taste wieder, damit ich nicht rumfummel drin. Wenn ich an diesem Auto-Ausfüllen-Kästchen oder Punkt anfasse, sehen Sie, dann ändert sich das Kreuz zu so einem dicken Schwarzen. Wenn ich da mit gedrückter linker Maustaste, man muss natürlich genau treffen, nach unten ziehe und loslasse, sehen Sie, die gleichen Ergebnisse kommen raus. Warum? Ich klicke mal rein. Er hat sich einfach gemerkt, wenn ich hier eine Zelle nach unten ziehe, dann ist der relative Zellbezug ja immer noch dritte Zelle links daneben plus zweite Zelle links daneben. Und hier genauso. Also sehr praktisch. Das mache ich hier genauso. Hier habe ich ja B11 minus C11. Klick wieder rein, drück, wenn ich dieses kleine schwarze Kreuz sehe, halt gedrückt, ziehe nach unten, lass los und ich habe schon die Berechnung. Selbes Spiel mit Multiplizieren. Gedrückt halten, das kleine Schwarze, runterziehen. Wunderbar. Last but not least, dividieren. Auch sehen doch mal, wenn ich doppelt reinklicke, dritte Zelle links daneben durch zweite Zelle links daneben. Drück wieder Enter, klick rein. An diesem Auto-Ausfüllen-Punkt. Am Anfang ganz ruhig. Das ist das falsche Zeichen, damit verschieben Sie die ganze Zelle oder den ganzen Inhalt. Es darf nur dieses Kreuz da sein. Gedrückt halten, runterziehen, fertig. Das war's. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wie immer würde ich mich über eine kleine Spende freuen und oder wenn Sie mich abonnieren und mir einen Daumen hoch geben. Danke, auf Wiederhören und auf Wiedersehen.